zweite Tag hier, sind wir bei der Mac Expo. Ich bin gerade mit Thaibux. Wie geht's? Hi, mir geht's gut, ja. Kurz nach. Ja, bereit? Bereit, ja. Okay. Ja, um ein bisschen den Backstage zu geben, wir haben alles drei zusammen bei Lancer geschlafen, aber nicht im gleichen Bett. Auf jeden Fall, wir sind hier wieder dabei. Der Website hat einen großen Stress, das heißt, seit ein paar Stunden bin ich dabei, zu versuchen, wo das Problem ist im Moment. Er ist einfach down und das ist super toll, wenn man Flyer verteilen möchte. Aber wir müssen trotzdem hier arbeiten und eine Lösung finden. Wir werden demnächst bei Thomas Berlin gehen, jetzt in ein paar Minuten, um ein Interview zu führen. Und ansonsten sind wir hier bei der Booth von der Mac User Group, wo es gibt diese riesige Fernseher. Hier ist der Joachim von Mackie G Noise. Und sonst, ja, wen gibt es hier noch? Hier, hier gibt es vor allen Dingen, du meinst hier auf dem Stand, ja. Welche User Groups? Also ich habe gerade mit den Münchner User Groups gesprochen, die sind ganz lustig. Dann gibt es natürlich hier Berliner, die auch Mac at Camp machen. Mit denen haben wir schon einen Podcast gemacht, da war ich sogar selber dabei. Ja, Mac IG Noise und ansonsten, das wächst und wächst und wächst. Der Stand ist doppelt so groß wie letztes Jahr. Nächstes Jahr wahrscheinlich nochmal doppelt so groß. Die Messe ist auch gewachsen und dieses Jahr ist nicht nur iPod, sondern man sieht hier Macs und wenn das so weitergeht, dann werden wir ziemlich groß. Gut, dann ich würde sagen, wir laufen gerade direkt zu Thomas Berlin. So, wir sind da mit Thomas Berlin, der Extra-Spezialist für GarageBand. Wir wollten eigentlich ein Interview führen miteinander, Audio-Interview seit ungefähr einem Jahr, weil wir uns schon bei der Mac Expo 2005 gesehen hatten. Es hat nie geklappt, also einmal war deine Internetverbindung in dein Studio etwas langsam. Schrottig, oder? Ja, etwas langsam. Sagen wir es mal so, es war Modem, glaube ich. Und auf jeden Fall sind wir hier im Video und also erste Frage, kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen, was du machst überhaupt und was ist deine Verbindung mit Apple GarageBand und DJ Impact und so weit? Ich bin Musiker, ich habe viele Jahre mit dem Programm Logic gearbeitet und irgendwann wurde ich gefragt, ob ich vielleicht ein paar Loops für GarageBand machen möchte, habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Es ist immer großer Spaß für Apple zu arbeiten. Und dann habe ich im Grunde viele Loops an dem Jampack 4, also dem Orchestra Jampack, gemacht. Ja, und so fing das alles an. Im Studio in Hamburg produzieren wir im Wesentlichen alle Arten von Musik, Popmusik, Film, Geschichten, etwas Werbung, also wovon die Tonstudios heute leben, manchmal mehr recht als schlecht oder umgekehrt, aber im Grunde genommen also ist das mein tägliches Brot und ja. Das okay. Du hast letztes Jahr GarageBand 2 vorgestellt und dieses Jahr GarageBand 3. Die große Unterschied sozusagen ist Podcasting, was dich nicht betrifft. Ansonsten, was ein sozusagen kleine Musiker betrifft, zwischen GarageBand 2 und 3 gibt es eigentlich nicht so viele Unterschiede, oder? Nein, aber ich finde, also doch, Podcasting ist schon also ein sehr, sehr gewaltiger Unterschied, weil es gibt extrem viele neue Loops auch mit, also eher so Geräuschgeschichten oder so Stinger und Jingles. Das betrifft mich dann schon in gewisser Weise auch. Ich finde das sehr interessant und es ist so einfach integriert in das ganze iLife-Programm-Paket. Also es ist schon echt ein richtig guter Step von 2 auf 3. Musikalisch gesehen, muss ich sagen, war ja 2 schon sowas von klasse. Ich wüsste auch nicht ad hoc, was man da noch irgendwie besser machen sollte. Ich weiß natürlich, dass man da einiges machen könnte, aber es gibt ja auch noch Logic und man will ja nun auch nicht im eigenen Programm da wahrscheinlich Konkurrenz machen. Also GarageBand ist sowas von kompakt und einfach zu bedienen. Das ist schon klasse. Und wie gesagt, Podcast ist für mich so eigentlich so die. Es ist eine wirkliche Steigerung von 2 nach 3. Also auf jeden Fall, also GarageBand 3 ist jetzt unser lieblingste Tool, weil es alles integriert ist, das ist klar. Ich bin nicht der super Musiker-Typ, ich habe immer noch nicht verstanden, was eine Zeit ist. Also deshalb schalte ich direkt auf Sekunden. Du meinst ein Takt, ja? Genau. Das könnte ich dir erklären. Ja, und vor allem damals habe ich Hip-Hop gemacht, aber immer Freestyle, weil im Studio könnte ich überhaupt nicht. Ach so. Ja, ja, deswegen, aber mit GarageBand ist es doch ganz einfach. Wenn du das Remix Jampack hast, dann... Ja. Ja, auf jeden Fall, was ich fragen wollte, war, GarageBand ist zwar schön für die sozusagen normale Leute, obwohl das ist mittlerweile schon relativ schön ausgestattet, aber jetzt reden wir ein bisschen mehr über die Profis. Du hast gesagt, du arbeitest mit Logic. Da gibt es 2 verschiedene Varianten, Logic Express und Logic Pro. Sagt uns ein bisschen, mit was du arbeitest als Programmen.
Also Express benutze ich vor allen Dingen dann, wenn ich gerade mal meinen Dongle vergessen habe. Und mache dann einfache Komponierarbeiten, die ich jetzt in GarageBand nicht machen könnte, weil ich also sehr viel im Noteneditor einige Sachen brauche, die es noch in GarageBand nicht gibt, so auf diese Art und Weise. Und wenn ich im Studio bin, arbeite ich wirklich mit der Logic Pro Version, in dem Fall ist es halt jetzt die 7.2. Ja. Und das ist einfach, das ist wie für einen Handwerker sein Hammer, es ist einfach für mich so essential. Ja. Ich habe natürlich auch ein paar externe Geräte da stehen, das mögen mir alle Musiker nachsehen, dass ich da natürlich nicht nur, also alle Computerleute, nicht alle Musiker, dass ich da nicht nur auf Logic auf zugreife. Ich habe ein paar externe Hallgeräte, die ich nach wie vor liebe und schätze und sehr viele Yamaha-Synthesizer, die ich liebe und schätze, deswegen werde ich auch nicht aufgeben. Aber wie gesagt, Logic hat alles, was man im Grunde genommen braucht, um eine vernünftige Musikproduktion zu machen. Kurzer Rückblick in sozusagen deine Geschichte, deine Beziehung mit Apple oder Macs. Du hast sehr wahrscheinlich vielleicht damals mit etwas wie Atari angefangen oder sowas. Wie war das bei dir? Oder warst du irgendwann schon bei den PCs oder wie war das bei dir? Ja, ich war nie bei PCs. Okay. Ich weiß auch gar nicht so richtig, warum man da überhaupt hin muss, aber egal. Also ich war nie bei PCs. Ich komme tatsächlich vom Atari. Und irgendwann mal habe ich mir halt einen Mac gekauft. Und habe dann auf dem Mac weitergearbeitet und habe da irgendwie im Grunde genommen nie an meine, außer vielleicht finanzielle Grenzen, weil man sich natürlich nicht immer das teuerste Gerät kaufen kann, nie an meine Grenzen gekommen, was die Kreativität angeht. Und ich habe damals angefangen, weiß ich noch, 97 habe ich angefangen für die Magic. Die Firma ist jetzt in Apple integriert, so kleine Vorführungen in Europa zu machen, also nicht nur in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Kleine Touren, Demos und da fing eigentlich auch mein Kennenlernprozess mit den Leuten an und habe die Leute mal kennengelernt. Also Leute wie Gerd Lengeling kennenzulernen ist natürlich schon toll. Ja. Die Chance hat nicht jeder und über meinen Freund John Foster, der jetzt bei Apple auch arbeitet, mit dem habe ich ein Studio eine Zeit lang gehabt, bin ich dann halt immer mehr mit Apple oder Imagic damals verwachsen. Und mittlerweile bin ich echt froh, dass es so gelaufen ist und ich nicht vielleicht irgendwie auf einer Windows-Kiste rumhampeln muss. Das wäre nicht so mein Fall. Und du bist für Apple auf jede Menge Expo, so bist du zum Beispiel auch in Amerika bei dem Macworld oder sowas, oder? Nein. Also ich habe so viel Zeit habe ich leider nicht. Ich würde sehr gerne sehr viel mehr für Apple unterwegs sein, aber das ist nun mal, ich habe ein tägliches Brot und das besteht ja im Übrigen nicht nur aus Musik machen im Studio, sondern ich mache auch Styles und Sounds für Yamaha, für die Yamaha Keyboards und Synthesizer und das ist einfach viel zu viel. Und diese Apple-Arbeit war für mich insofern interessant, weil ich dann in gewisser Weise mit der Entwicklung dieses GarageBand-Thema dran war. Und das ist natürlich irgendwie schon klasse. Also das so, kurze Frage, letzte Frage über die Zukunft. Also reden wir auf keinen Fall über NDAs oder sowas, aber wie siehst du die Entwicklung später von GarageBand, Logic Press, Logic Pro? Das wird irgendwann, genau wie bei Final Cut, Express und Pro eng. Unterschied zwischen die drei Produkten, wie siehst du das? Wird GarageBand mehr und mehr und mehr Dinge haben? Das ist immer so schwierig, auch ein Produkt irgendwann nicht mehr so kompliziert zu machen, weil less is more. Wissen wir alles. Wie siehst du das für Zukunft bei Apple, vor allem für GarageBand selber? Also es ist absolut schwierig natürlich in die Zukunft zu blicken, außer dass ich weiß, dass die Zukunft im Grunde genommen rosig ist, wenn man an Apple denkt. Aber es ist so, dass du hast schon recht mit less is more. Das sollte GarageBand weiterhin sein und das wird es auch sein, bin ich sicher davon überzeugt. Das eine oder andere wird mehr dazu kommen, ganz klar, das ist normal. Und es, aber das, was da bei GarageBand vielleicht mehr dazu kommt, wird am Ende natürlich adäquat auf das Logic nach oben hinausgebaut. Also das wird immer ein vernünftiger, kalkulierbarer Gap sein zwischen den sogenannten Profi-Programmen und den sogenannten semi-professionellen Programmen wie GarageBand. Und das ist auch gut so. Also wie gesagt, solange das Programm simpel und einfach zu bedienen ist, sehr intuitiv zu bedienen ist und die Musiker nicht vergisst und die Leute nicht vergisst, die keine Musik spielen wollen, also alle im Grunde genommen anspricht, dann sind wir on track, glaube ich. Okay, danke schön. Also wenn die Leute dich sehen wollen oder Fragen stellen, du bist hier bei der Mac Expo dreimal täglich. Stimmt, oder? Ich bin dreimal täglich hier auf der Expo. Ich
Morgen noch 3 Shows und heute noch 2. Ja, und die können dich direkt ansprechen und Fragen stellen. Das ist überhaupt kein Problem. Nein, das ist, nein, nein. Und vor allem, wenn die gute Musik hören wollen, du bist auch dabei. Dann müssen sie natürlich zu Apple kommen, ganz klar. Ja. Okay, danke schön. Tschüss. Ja, bitteschön, tschüss. Entschuldigung, wissen Sie, was Podcasting ist? Ich denke Radio, Internetradio, privat. Ja, so in der Art. Und jetzt wissen Sie, was Pomcasting ist? Pomcasting weiß ich nicht. Das ist ein Podcast über Apple, dreisprachig. Und wir sind's. So, ich bin hier mit die Leute von Object Park Software, sage ich richtig. Ja. Und die Namen sind? Ich bin Axel Katerbaum und Dirk Theisen. Okay, und ihr macht viel verschiedene Programme. Eine davon, das ich wirklich sehr oft benutze, ist Menü-iCal-Kalender. Der Name ist ein bisschen kompliziert. Ja, das heißt Menü-Kalender-Clock und das gibt es für iCal und für Entourage. Da haben wir die beiden großen Kalenderprogramme auf dem Mac abgedeckt mit. Okay. Und ihr macht nicht nur Mac-Programm, sondern es gibt auch einige Versionen für Windows, oder? Es gibt eine Version für Windows, die ist noch in Beta-Test. Und, aber am liebsten programmieren wir natürlich für den Mac. Also, ihr seid sowieso richtige Mac-Freaks, oder? Ja, das stimmt. Das machen wir schon eine ganze Weile und haben auch schon früher unter OpenStep-Geschichten gemacht. Sind also ganz lange auch im Cocoa-Geschäft dabei. Okay. Außer Menükalender Clock, was gibt's bei euch Software? Ja, es gibt jetzt eine ganz heiße neue Software, die heißt Rate Alert und die ergänzt die Software, die in jedem macOS eingebaut ist, die Rate-Software, um eine ganz wichtige Funktion, wenn nicht sogar die wichtigste Funktion, und zwar meldet die, wenn ein Festplattenlaufwerk in dem Rate kaputt geht. Bislang musste man immer selber nachschauen und wenn man das vergessen hat, dann hat man vielleicht immer nur mit einer Festplatte gearbeitet, anstatt mit zwei, die sich gegenseitig eben spiegeln. Und unsere Software macht genau diesen fehlenden Schritt, ergänzt es und informiert den Benutzer entweder akustisch oder über E-Mail, dass etwas schiefgelaufen ist. Und das ist natürlich der eigentliche Sinn von so einem RAID, dass man auch weiß, wenn was schiefläuft. Auf diese Weise hat der normale Mac-Benutzer jetzt eine professionelle Lösung an der Hand mit zwei beliebigen FireWire-Laufwerken oder auch eingebauten Laufwerken ein professionelles RAID zu erstellen, das also ein Security RAID ist, sodass die Daten immer auf zwei Festplatten gleichzeitig abgelegt sind und sie dadurch vor Ausfall geschützt sind. Und die entsprechenden Warnungen, also mit dem Alarmton, funktionieren halt auch, wenn der Benutzer nicht eingeloggt ist. Das heißt, sie sind auch für den Server geeignet, sowohl für den Server als auch für Workstations. Viele Grafiker müssen halt ja auch ihre Kundenprojekte sichern und das machen sie gerne auf externen Laufwerken. Und wenn sie dafür zwei Laufwerke nehmen, sind sie dafür doppelt sicher. Und ihr macht, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, Cocoa-Programmierung, oder? Richtig. Richtig, alle unsere Software ist in Cocoa programmiert. Das ist für die Mac-Seite, das heißt, wenn ihr etwas für Windows macht, macht ihr das völlig anders, parallel sozusagen. Genau, also die Windows-Produkte werden halt ganz anders und Windows-spezifisch entwickelt. Weil das ist immer die Frage, es gibt immer eine Frage über das, einige Leute sagen, ja, wie programmieren wir Multiplattform, entweder nehmen wir so etwas wie Qt oder sowas wie Real Basic oder sowas, oder ich bin zum Beispiel der Meinung, und ich nehme an, nach dem, was ich gehört habe, ihr auch, dass man sollte in die native Programmierungssprache, das heißt Cocoa zum Beispiel, und für Windows zum Beispiel, was ist bei euch? Bei Windows ist es unterschiedlich, da benutzen wir entweder MFC oder .NET-Geschichten, weil das einfach dann aussieht wie bei Windows üblich und auf dem Mac natürlich Cocoa, weil wir da herkommen und weil das einfach am besten auch aussieht. Gibt es aber Library, die gemeinsam sind für die Windows- und die Mac-Programme? Ja, es gibt, wenn das Sinn macht, dann benutzen wir natürlich gemeinsame Libraries, beispielsweise in C, um die Programme nicht komplett neu entwickeln zu müssen. Aber die grafischen Oberflächen, da haben wir bis jetzt noch nichts gefunden, was uns zufriedenstellt von der Bedienung und vom Look and Feel her, sowohl auf der Mac-Seite als auch auf der Windows-Seite. Die sind immer alle relativ hässlich, die Lösungen, die mit solchen Cross-Plattform-Libraries gemacht werden.
Ihr macht Programm für die normale Benutzer, für die Privatbenutzer, aber auch Programm für die Profis. Wir haben gerade geredet, die Unterschied zwischen Menükalender Clock und dieses Raid-Programm, das ist zwei verschiedene Publikum. Wie geht's bei euch? Also ich meine, wie gut es ist, beziehungsweise was ist der Unterschied? Was lässt sich besser verkaufen? Weil das ist klar, so ein Tool wie Menükalender Clock kostet weniger, wird aber sehr wahrscheinlich viel mehr verkauft. Wie seht ihr das? Ja, es ist natürlich so, dass wir erwarten, dass das Raid-Programm nicht so weit verbreitet wird wie Menükalender Clock. Menükalender Clock ist einfach ein Programm, das jeder eigentlich braucht. Ne? Und bei Raid Alert sieht es so aus, dass wir einfach erwarten, dass weniger Leute es kaufen. Es ist ein bisschen teurer als Menükalender Clock, aber durchaus auch finanzierbar. Vielleicht überlegen sich auch noch ein paar Leute mehr, Raids zu benutzen, weil das einfach die Sicherheit erhöht vor Datenverlusten. Wo seid ihr eigentlich? Wo wir unser Büro haben? Ja, nee, ich meine, woher seid ihr in Deutschland? Aus Bonn. Und seit wann gibt es Object Park Software? Seit 3,5 Jahren arbeiten wir jetzt in dieser Konstellation zusammen. Es gab ein bisschen Vorlaufzeit, wo wir schon Software entwickelt haben, aber dass wir als eigenes Büro, als Object Park Software, als Firma so existieren in Bonn, das ist seit 3,5 Jahren. Wie geht's als Mac-Entwickler sozusagen, wie kann man überleben sozusagen oder komplett andersrum, das Gegenteil von was viele Leute denken, kann man vielleicht sogar besser überleben als ein Windows-Programmierer, weil der ist inzwischen 20.000 andere Windows-Programmierer. Du sagst es ist am Mac leichter, ein Alleinstellungsmerkmal zu bekommen und Software zu machen, die einzigartig ist, weil die Vielfalt nicht ganz so groß ist und dadurch ist es auch leichter, sich abzusetzen. Im Übrigen ist es so, dass wir zwei große Shareware-Indexe haben, wo man quasi alle Mac-Software finden kann und wo man uns natürlich auch findet und unsere Software. Das ist wesentlich leichter und übersichtlicher als im Windows-Bereich zum Beispiel. Ihr seid ja auf der Messe ein paar Stunden schon gewesen. Was ist das generelle Gefühl? Wie gut sind die MacBooks oder zum Beispiel, was ist das heiße Thema? Und wie sieht's aus hier? Ja, es ist mal wieder eine ganz große Messe hier. Jedes Jahr beobachten wir, dass es ein bisschen größer wird, dass die Messe mehr Platz braucht. Und es gibt einfach immer sehr viele neue Produkte, die total spannend sind oder Weiterentwicklungen von Produkten, die wir hier entdecken können. Und es macht einfach Spaß zu sehen, wie immer mehr kleine Entwickler, Firmen so wie wir, erfolgreich sein können einfach im Mac-Markt. Vor ein paar Jahren war es so, dass kaum jemand Apple oder die Marke kannte und das hat sich doch stark geändert. Nicht zuletzt durch den iPod, aber auch weil die Werbung inzwischen ein bisschen mehr Leute anspricht, die die Marke vorher nicht kannten. Okay, ich würde sagen, das reicht für diesmal. Wir sehen uns sehr wahrscheinlich in einem Audio-Podcast irgendwann, weil Videopodcasts sind immer 5 oder 10 Minuten. Audio-Podcast haben wir eine gute Stunde. Dankeschön. 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 Ja, vielen Dank. Entschuldigung, wissen Sie, was Podcast ist? Ja. Okay, Beschreibung? Podcast, es ist quasi eine Sendung, die mit iPod, mit Hilfe iPod gemacht wird. Ja, fast. Ist immer schwierig zu beschreiben. Wissen Sie, was ein Podcast ist jetzt? Ein Podcast hört sich irgendwas mit Apfel an. Genau. Wahrscheinlich eine Anspielung auf den Firmennamen Apple. Aber was genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Das sehen wir, das ist ein Podcast über Apple. Dreisprachig, nur über Apple, iPod und Mac. Bitteschön. Danke. So, wir sind hier mit den Leuten von Boinks Software. Also erstmal, ich mag auf jeden Fall den Namen von ihrer Software Company. Boinks, das klingt gut. Und erstmal, wer ist mit mir? Ich bin Michael Ehrmann. Okay. Und? Florian Albrecht. Okay, perfekt. Dann reden wir erstmal über iStop Motion, weil das ist eine von ihrer Software. Was ist der Sinn von iStop Motion? Was macht iStop Motion? Mit iStop Motion kann man Stop Motion Animationsfilme aufnehmen und iStop Motion soll den Workflow beim Animieren optimal unterstützen. Dazu vielleicht eine kleine Demo eventuell von iStop Motion, werden wir sehen. Motion, das ist das Icon hier. So, iStop Motion. Ich habe eine Szene vor mir. Ja. Richte die Männchen ein. Also ich kann, das Schöne bei iStop Motion ist, ich kann einen Film aufnehmen, ohne vorher ein großes Drehbuch zu haben. Ich kann einfach loslegen, zum Beispiel mit Playmobil, mit Lego-Spielzeug. Ich sehe eine Szene vor mir, gefällt mir.
Leertaste nehme ich ein Bild auf. Dann muss ich die Kamera ein bisschen anpassen oder die Szene ein bisschen anpassen und nehme dann ein Bild auf. Und der Clou an der Sache ist, dass ich eine Überlagerung des letzten aufgenommenen Bildes habe und des Live-Bildes. Das heißt, ich sehe beim Einstellen sofort, wie wird die Bewegung ausschauen, wenn ich das nächste Bild aufnehme. Und so kann ich mich fröhlich Stück für Stück vorarbeiten. Und wie gesagt, ich brauche kein Drehbuch, ich brauche keine große Vorbereitungszeit. Ich brauche eigentlich nur ein bisschen Spielzeug, eine Kamera und ein Mac. Eine Frage dazu ist, wisst ihr schon, ob es viel benutzt wird, nicht nur von normalen Leuten, sondern eventuell von Leuten, die kleine Filme damit machen, zum Beispiel Videopodcast mit iStop Motion machen oder nicht? Bei Videopodcasts bin ich mir derzeit nicht sicher. In der Education wird es sehr oft eingesetzt. Beispielsweise im Unterricht, Physikunterricht, um beispielsweise zu sehen, wie geht eine Blume auf, wenn die Sonne aufgeht und ähnliche Dinge. Bei Videopodcasts ist mir persönlich jetzt noch nichts untergekommen. Ich glaube, es gibt sowieso nicht so viele Software, die Stop-Motion für die normale Leute sozusagen machen. Das ist normalerweise viel mehr Aufwand, oder? Der Aufwand hängt hauptsächlich im Animieren und weniger in der Software, sage ich jetzt mal. Es gibt ein paar Produkte für den Mac, aber ich glaube, es sind mittlerweile von der Bandbreite so das fast bekannteste, vermute ich jetzt mal. Das zweite Programm, worüber wir möchten sprechen, ist Photomagico. Das ist auch etwas interessant bei euch. Was ist genau Photomagico? Photomagico ist ein Slideshow-Programm. Und zwar nicht wie iPhoto, um einfach mal eine Slideshow ablaufen zu lassen, sondern professionelle Slideshows in hoher Qualität präsentieren zu können, was andere Programme nicht ermöglichen. Okay, wie auch immer das Gleiche, eine Demo davon. Demo, genau. Hier sehen wir das User-Interface von Photomagico. Ich weiß nicht, ob es in der Kamera besonders gut rauskommt. Grundsätzlich ist es so, dass wir hier rechts drüben die Bilder haben, zum Beispiel aus der iPhoto-Library oder welche Bilder wir auch gerade mal haben wollen, die können wir einfach so drag and drop in ein Storyboard ziehen. Das können wir dort eine Geschichte erzählen, können dann die Bilder animieren, können Titel hinzufügen, Musik dazu bringen. Und dann das Ganze einfach, das ist ein bisschen der Gag in unserer Software, in hoher Qualität Fullscreen auf dem Rechner präsentieren. Und ihr seid die richtige sozusagen Entwickler, Engineer von solcher Software, weil gestern war ich schon hier auf der Stand und die Kollegen haben gesagt, dass die richtigen Männer sozusagen am nächsten Tag da sind, die richtigen Entwickler. Jetzt ein paar kleine technische Fragen. Erste Frage, typische Frage, die Antwort ist auch relativ typisch. Mit was wird alles programmiert? Oh, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Visual? Nein. Xcode natürlich. Visual Studio. Xcode. Also Cocoa, nur Cocoa. Ja, nur Coco kann man nicht wirklich sagen. Wir müssen uns der Technologien bedienen, die wir gerade im Moment brauchen. Das heißt, unsere Hauptumgebung ist Coco, natürlich die Coco Frameworks. Wir benutzen sehr viel QuickTime. Das heißt natürlich automatisch auch Carbon. Also es gibt die verschiedensten Dinge, aber unser Schwerpunkt ist Coco, was am schönsten zu benutzen ist. Universal Binaries, wie schwer, wie problematisch oder nicht war das? Nicht sonderlich schwer. Der Umstieg war bei den meisten Programmen recht schnell geschafft. Konfiguration super simpel. Ganz kurz, was gibt's als Software bei Bongs, außer die zwei Software, die wir erwähnt haben? Wir haben noch ein Tool, was gerade für euch Videopodcasts sehr interessant ist, das heißt I've Seen. Das heißt, man kann sehr einfach mit seinem Mac und seiner eingebauten Kamera oder mit seiner Kamera Videos aufnehmen. Dann gibt es noch Mausposé, unser super Tool zum Präsentieren, was ich jetzt leider gerade nicht eingeschaltet hatte. Fällt mir auf bei der Gelegenheit. Und dann gibt es noch ein paar nette kleine Sachen, die wir in der Schublade am Arbeiten haben. Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, Dankeschön auf jeden Fall für die kleine Interview. Vielleicht sehen wir uns irgendwann in einem Audio-Podcast. Und ja, übrigens, vielleicht sehen wir uns auch bei Cocoa Dev House. Ich weiß nicht, wann von euch fährt. Michael ist einer der Organisatoren von Cocoa Dev House, okay, in München. Und sehen wir uns da wahrscheinlich in München dann. Wenn du kommst, gerne. Ich würde suchen, also 6,5 Stunden Fahrerei ist trotzdem eine Frage. Aber ich versuche da meine nette Freunde von Nicoding Monkeys zu besuchen. Bis später. Tschüss. Interview. Ja. Ciao. Tschüss. Entschuldigung, wissen Sie, was Podcasting ist? Ich weiß, was Podcasting ist, ja. Eine Beschreibung? Also grundlegend erstmal eine Audiodatei, die man zum Download auf irgendeinen Server stellen kann und die im Prinzip eine Radiosendung sein kann, aber auch irgendeine Mitteilung, die man jemand machen will, von allgemeinem bis speziellem Interesse, was einem einfällt. Videopodcasting wäre dann dasselbe, dann noch mit Bild. Apropos speziell, wissen Sie, was ein Podcast ist? Nee, das weiß ich nicht. Eine Idee? Mir fällt MacPom ein. Ja, also
Ein Pomcast ist eigentlich ein Podcast nur über Apple, wegen Pom auf Französisch. So, ja, Apple. Pom, ja, das ist dreisprachig. Ja. Wir sind's. Also dreisprachig, bitteschön. Aha. Und Französisch, Deutsch und Englisch. Schön, ja, das schaue ich mir sehr gerne mal an. Dankeschön, tschüss. Ich bin hier noch einmal bei der Mac User Group, das ist unsere Homebase hier. Und ich bin mit Dirk Küpper, genau. Von videotrainingsworkshop.de und von der MacIG Düsseldorf. Sprechen wir ein bisschen zusammen und mit einem zukünftigen Hörer, das ich getroffen habe. Und dein Name ist? Takeo. Hi, so erstmal mit dir, Dirk. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was du machst? Wir haben schon in deinem Podcast über dich gesprochen, aber noch nicht gesehen und vor allem noch nicht genau erzählt, was ist VTW.de. Ist schwierig für mich, VTW zu sagen. Nee, die Abkürzung gibt es leider nicht, aber es heißt videotrainingsworkshop.de. Ja. Und es sind Online-Tutorials und Tutorials auf DVD, auf CD, die gerade die Windows-Wechsler sich angucken können, weil es Einsteiger-Tutorials sind. Die sind teilweise gratis downloadbar, teilweise in den bekannten Händlerquellen zu kaufen oder halt auch im Downloadportal bei mir. Aber der einzige oder der wichtige Grund, warum ich hier bin, ist, dass ich die MacIG Düsseldorf als Leiter hier vertrete und dass es einen Riesenspaß macht. Und für alle die, die den Podcast jetzt gerade sehen und noch einen Tag Zeit haben, die sollten unbedingt nach Köln kommen. Ja. Und du bist ein normaler Benutzer sozusagen, man muss nicht unbedingt immer Entwickler interviewen. Du benutzt, hast du mir gesagt, Macs seit relativ lang, oder? Seit 14 Jahren, ja. Nicht schlecht. Ja, ich bin auch ein bisschen versierter darin eigentlich. Mit was hast du damit angefangen? Performer 600. Okay. Welche macOS? macOS 7, glaube ich sogar noch. Ja. Und du bist hier auf die Mac Expo, was denkst du von der Mac Expo dieses Jahr? Was ich mitnehme, meinst du? Ja, was du denkst davon. Ach so, ja, ist besser als letztes Jahr. Ja. Im Moment gerade etwas leer, aber sonst sehr gut, ja. So. Was hast du interessant hier gesehen? Auch vieles, aber ich denke nichts wirklich Neues im Moment noch. Nächstes Jahr wird es bestimmt besser. MacBook geschaut? Ja, das Schwarze ist cool. Ja? Ja, das Schwarze ist sehr cool. Cool. Mac is beautiful. Ja, obwohl, letztendlich habe ich selber geguckt und naja, die 150 Euro Unterschied, ob die sich lohnen, weiß ich nicht. Ja, und weil von deiner Seite, was hast du dich angeguckt hier? Also ich war hauptsächlich auf den Softwareständen und habe natürlich neue Kontakte geknüpft. Man muss ja auch von irgendwas leben natürlich. Aber der Hauptgrund ist halt hier die Arbeit auf dem Mac User Group Stand und das macht am meisten Spaß, einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen und die Gruppen zu vergrößern und vor allen Dingen mehr Bekanntheit zu erreichen. Ja. Dass die Mac User Groups mehr und mehr in den Vordergrund rücken, dass wir weiterhin die Basis für Apple bilden hier in Deutschland. Deine Gruppe ist in Düsseldorf, allerdings die Kölner sind herzlich willkommen trotzdem. Ja, und vor allen Dingen haben wir jetzt sehr viele Anmeldungen schon in den ersten zwei Tagen gehabt, die auch in Köln eine Gruppe gründen wollen. Also egal auch, wo ihr das jetzt seht, egal in welcher Stadt ihr seid, kommt auf macig.de und schaut nach, ob es schon was gibt. Wenn nicht, gründet es. Ja, ja. Okay, ansonsten, ja, vielleicht kannst du ein bisschen erwähnen, was wir bei der MacIG machen. Ich meine, wir quatschen viel. Ja, also bei der MacIG oder bei den Treffen der MacIGs werden immer je nach Geschmack kleine Vorträge gehalten zu einem Thema, die so zur Untermalung dienen. Was im Vordergrund steht, ist der Austausch und die Weitergabe von Informationen, Unterstützung, Hilfe, wenn ein Anwender Probleme hat. Weil es gibt zu jedem Thema, egal ob Design, Fotografie, Videoschnitt, irgendwas auch immer, es gibt immer einen Profi auf solchen Treffen, der einem weiterhelfen kann. Und das Ganze funktioniert unentgeltlich. Und du hast mit deinem Powerbook hast du versucht, dich auf unsere Podcast zu verbinden. War nicht so einfach hier mit der Wi-Fi, aber ich habe gesehen, du hast schon eine Anzahl Podcasts. Also du hörst schon einige Podcasts. Ich höre einige. Welche? Oh, was gibt's da? Zum Beispiel Mac TV oder Tagesschau, Videopodcast, Mac News. Okay. Ja, jetzt Pomcast. Und wollte ich gerade sagen, und bald Pomcast. Okay, dankeschön ihr beide und ja, bis später mit einem anderen Interview. Tschüss. Genau, tschüss. 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 Ich bin hier mit Christian Henkel, der kennt ihr vom Stimme auf jeden Fall, der ist schon dreimal bei mir gewesen. Und für die Mac Camp. So, wie sieht's aus hier? Viele neue Anmeldungen? Einiges, vor allen Dingen neue Workshops. Oh. Gut. Also wir sind zufrieden. Mittlerweile wird es so aussehen, dass gar nicht jeder alle Workshops besuchen kann, weil zu viele sind. Also ist toll. Ja, ich
glaube, wir müssen unser Programm unterbrechen, weil es gibt wichtige Sachen hier. Es gibt die MacAdCamp-Mannschaft, die hier auftreten wird. Dann wird das natürlich dementsprechend gefilmt, wie er gut ist oder schlecht. Achtung, das wird hier. Ah, gut. Aber ich kann schon sagen, dass die MacAdCamp wird schon besser sein, als der Kollege hier schießt. Vor allem, der versucht mich zu treffen. Zur Erinnerung, in, glaube ich, eine Stunde oder zwei Stunden maximal spielen die Deutsche. Wir wollen natürlich immer hoffen, dass die besser sind als der Kollege von die MacAdCamp. Wie war's? Ja, ziemlich schwierig. Was hast du gewonnen? Ein iPod? Nee, bloß ein Hörbuch. Oh. Gutschein. Toll. Ja, denn schnell ab zum Stadion. Geht los um 18 Uhr, du musst noch. Ach warten. Ja, den Ballack ersetzen. Ja, los! Los! Tja, liebe Podhörer, das ist fertig für heute und wir sind alle hier ein bisschen fertig und müde. Die WM fängt an in 6 Minuten 26 Stunden. Ich bin zwar kein super riesiger Fußballfan, aber die WM ist trotzdem mal was. Und hier, man kann sehen, das ist super schwierig hier bei HP. Die haben es wirklich schwierig und mal sehen, was die denken. Hallo, wie sieht's aus? Gut. Wer gewinnt heute? Costa Rica, oder? Bestimmt nicht. Nicht zu schwer? Nee. Okay, die Leute bei HP hier sind auch ein bisschen müde wie wir. Es fängt an langsam und in circa 2 Stunden wird es ungefähr 2:1 sein. Für Costa Rica natürlich. Oder? Und ansonsten sehen wir uns morgen. Ach übrigens, ich habe nicht geantwortet zu der Frage, was mag ich am liebsten? Angie oder Fußball? Oh, Fußball, sorry.
Ja, letztendlich keine von beiden, aber naja, ist nicht schlimm. Keine von beiden sind so schlimm, von daher sehen wir uns morgen mit mehr Mac-Interviews und ja, mehr Leute hier und wir gucken auch wirklich auf den MacBook morgen. So, bis morgen, tschüss! Liebe Zuhörer, man fragt sich manchmal, was machen die Aussteller nach einem erfolgreichen Messetag, nach einem erfolgreichen Podcast-Tag. Wenn man sich hier umschaut, sie gehen in eine Kneipe, müssen sich Fußball ansehen, müssen ein fettes Schnitzel essen, sich vollräuchern lassen und dumme Sprüche anhören. Ist das das Ideale? Ich sage euch, lieber podcasten als Fußball. Außerdem, wir sehen uns in Naumburg.